Wer sind die Kosovaren? Die Kosovaren sind die Bewohner des Kosovo, einer Region im südöstlichen Europa. Der Kosovo hat eine komplexe Geschichte und ist geprägt von verschiedenen kulturellen und ethnischen Einflüssen. Die Mehrheit der Bevölkerung im Kosovo sind ethnische Albaner, Kosovo-Albaner. Es gibt jedoch auch Türken, Serben, Bosniaken oder Roma. Der Kosovo war in der Antike Teil des Dardanischen Königreichs und später des Römischen Reiches. Im Mittelalter wurde er von Slawen besiedelt und war ein Teil des Serbischen Königreichs. Vom 15. bis zum 20. Jahrhundert war der Kosovo Teil des türkischen Reiches, was erheblichen Einfluss auf die Kultur und Demografie hatte, einschließlich der Verbreitung des Islam unter den Albanern. Der Einfluss der Osmanen ist im gesamten Balkan samt Griechenland aufgrund der Küche und der Traditionen deutlich zu erkennen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Kosovo Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, später Jugoslawien. In dieser Zeit gab es Spannungen zwischen der albanischen und der serbischen Bevölkerung. Nach dem Zerfall Jugoslawiens und dem Kosovo-Krieg 1989 erklärte der Kosovo 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien. Dies wurde von vielen Ländern anerkannt, jedoch nicht von allen, einschließlich Serbien und einigen anderen Staaten. Folgt für mehr Geschichtswissen.